Nach dem Brand eines Linienbusses auf der B7 bei Kassel-Calden ist auch heute, einen Tag nach dem Unglück, immer noch nicht mit einer Entspannung der Lage zu rechnen. Durch die enorme Hitze ist die Fahrbahn derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie komplett erneuert werden muss. Das größte Problem war, dass sich auf einer Länge von rund 150 Metern die auslaufenden Betriebsstoffe mit dem Löschwasser verbunden haben und auf beiden Straßenseiten in den Boden gelangt sind. Zunächst muss das Erdreich auf beiden Seiten mit einer Breite von 50 cm und 10 cm Tiefe ausgebaggert werden. Danach werden Messungen durchgeführt, um festzustellen, inwieweit hier noch Giftstoffe enthalten sind. Trifft dies zu, muss weitergegraben werden. Das kontaminierte Erdreich wird abtransportiert und gegen neues ersetzt. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann die Fahrbahn einseitig mittels Ampelregelung wieder freigegeben werden. Erst dann kann es an die Reparatur der Fahrbahn in Richtung Kassel gehen. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern werden, ist derzeit noch unklar. Die aktuelle Vollsperrung soll nach Angaben von Hessen Mobil doch bis mindestens Freitagvormittag andauern.